Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder Donnerstag und auch heute möchte ich euch eine besondere Grußkarte vorstellen. Und auch heute möchte ich euch eine besondere Kartenform vorstellen. Die sieht von der Seite so aus und wird so aufgestellt und von oben sieht die so aus. Ich kann euch natürlich, weil das eine Standkarte ist, nur so und von der Seite vielleicht zu erkennen geben, wie raffiniert diese Karte ist. Wie ich die herstelle, wie auch du diese Karte herstellen kannst, das zeige ich dir im folgenden Video. Viel Spaß dabei! Wie gewohnt sage ich euch als erstes, was wir für Material benötigen. Ich habe hier mal ein Stempelset runtergelegt, damit sich meine Kamera scharf stellen kann. Wenn ich das nur mit dem Designpapier mache, schwimmt da weg. Also wir brauchen einen Farbkarton in DIN A4 Länge, sprich 29,7 x 15 cm. Einen Farbkarton als Mattung in dem Maß 14,5 x 9,5. Darauf habe ich schon das Designpapier aus Blumen für jede Jahreszeit in dem Maß 14 x 9 cm aufgeklebt. Und ich habe einen Farbkarton in Aventurin in dem Maß 14,5 x 4,4 zugeschnitten, was ich geprägt habe mit der Prägeform antikes Papier. Ich präge mir immer so ein kleines Reststück, damit ich auf meinem Farbkarton die richtige Prägung sehe, was am Foto nicht immer ganz leicht ist. Das legen wir jetzt mal alles zur Seite. Jetzt seht ihr auch gleich das Stempelset, mit dem wir später arbeiten werden, und zwar kreative Kränze, wozu es die Stanzformen gibt, die den Namen tragen, schmückt den Kranz. Legen wir jetzt auch beides zur Seite und dann beginnen wir mit dem Falzen. Mein Falz- und Schneidbrett liegt natürlich bereit. Jetzt hoffe ich, dass ich das Stempelset weglegen kann, ohne dass jetzt mein Bild wieder unscharf wird. Und wir starten mit dem Falzen. Wir legen die lange Seite ein und wir falzen bei 10 cm. Dann drehen wir unser Papier um, dann falzen wir bei 20 cm. Drehen den Farbkarton wieder um und wenden und falzen bei 4,9. Falz- und Schneidbrett kann zur Seite. Und jetzt falzen wir, wie wir die Falzlinien gefalzt haben und ziehen mit unserem Falzbein alle Falzlinien nach. Bekommen wir so eine Ziehharmonika in diesen Maßen und sie wird so aufgestellt. Jetzt klebe ich als allererstes meine erste Mattung mit dem Designpapier auf. Und zwar ist das erste Teil ist eher nur unser Ständer und das zweite Kästchen wird mit Designpapier beklebt. Hier vorne klebe ich jetzt meinen geprägten Farbkarton auf und dann haben wir schon die Form, wie sie nachher gefaltet wird. So kommt unsere Stepper-Card später zum Stehen. Jetzt geht es hier noch vorne ums Ausschmücken. Da habe ich aus dem Set Kreative Kränze hier diesen Kranz in zwei Farben ausgestanzt. Einmal in Flüsterweiß und einmal in Aventurin. In Aventurin möchte ich den gerne hinten aufkleben und den weißen vorne. Den weißen Kranz, den habe ich mit dem Wasserpinsel und dem Stempelset Aventurin ein bisschen eingefärbt. Da zeige ich euch mal. Das ist also ganz grob mit dem Wasserpinsel ein bisschen Farbe aufgetragen. Dann gehe ich als erstes hin und klebe von hinten den Kranz auf, sodass er hier nicht übersteht.
den klebe ich hier hinten auf die Rückseite des kürzeren Stück auf. Wie gesagt, er darf dann nicht hier oben überstehen. Also lege ich den hier oben so an der Grenze vom Designpapier auf und klebe ihn hier hinten jetzt fest. Dadurch steht er dann so über und von vorne klebe ich jetzt meinen weißen Kranz dagegen. Merkt mir mal so die Blätter, die ich mit Klebstoff benetze, damit ich nicht zu viel Klebstoff aufbringe, der mir dann rausquillt, und klebe ihn möglichst auf die Rundung von dem vorherigen Kranz in grün auf. So, und jetzt gehe ich mal noch hin und gebe so ein bisschen Klebstoff auf Stellen, wo sich mein Kranz entweder auf Blätter, so dass der sich hier auch ein wenig verbindet. So sieht jetzt unser Kranz aus. Und wenn wir den aufstellen, kann ich den so ein bisschen nach hinten beugen, dass der dann schön in der Mitte steht. So zeige ich euch das mal im Liegen. Und nun kommen wir zur Dekoration. Da habe ich mir mal gedacht, hier diese Blüten, das sollen wohl Chrysanthemen darstellen, und habe mit der Stanze mittelgroßes Gänseblümchen, ich glaube viermal ausgestanzt und sie so ein bisschen farblich passend, ja, einfach mal nur so einen Strich durchgezogen. Dann bin ich hingegangen und habe sie alle nach innen mit dem Falzbein ein bisschen gebogen und hier in der Mitte noch so ein Blütenkelch hineingegeben. Ich denke mir, die hier aufzukleben, denn ich habe hier noch einen schönen Spruch aus dem Stempelset, und zwar beste Wünsche. Das ist ja noch ein relativ kleiner Spruch. Den habe ich dann mit zwei Stanzen, und zwar die zwei kleinsten, aus den Stanzformen so hübsch bestickt. Also aufgestempelt auf Vanille pur und in Abendblau die zweite Größe. Da habe ich schon Dimensionals drunter gelegt. Und dieses Etikett möchte ich gerne hier unten anbringen. Und das kann ruhig ein wenig über den Kranz hinweg, klebe ich es fest. Und dann, wie gesagt, die Blüte, da habe ich schon ein Gluter unten drunter gesetzt. Da zeige ich euch gleich, wie das hergestellt wird. Und das setze ich gerade mal so auf. Und so sieht nun unsere Karte aus, wenn sie steht. Ich kann es euch jetzt so natürlich nicht zeigen. Oder so steht sie, will ich euch zeigen. Und so sähe sie dann aus, wenn sie aufgestellt ist. Natürlich habe ich zu den neuen Inkala passend die Lackakzente, setze ich in Abendblau auf meinen Aventurin grünen Farbkarton. Und auf dem Etikett setze ich wieder Straßsteine auf. Das gefällt mir in dem Fall besser, weil die Lackakzente sind jetzt für dieses kleine filigrane Etikett ein bisschen zu groß. Aber die Kombination finde ich gar nicht schlecht. So sieht unsere Karte dann aus. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Blüte gemacht habe. Für die Blüte habe ich viermal das mittelgroße Gänseblümchen ausgestanzt. Hier bin ich ebenfalls mit Aventurin und dem Wasserpinsel hingegangen und habe sie gerade ein wenig gefärbt und gehe jetzt hin, ein bisschen was mit Gefühl, und biege alle Blütenblätter nach oben und helfe hier jetzt so ein bisschen nach, dass sie alle schön hoch zum Stehen kommen. Je mehr Blüten ihr ausstanzt, umso eher, man kann ja auch mit der großen beginnen und dann mit den kleinen den Schluss bilden, je mehr ihr da an Blüten ausstanzt, umso intensiver wird dann so eine Chrysantheme zu erkennen sein. Die klebe ich alle mit Glue Dot ineinander, ein wenig versetzt. Und ihr seht, dass sich der Blütenkelch schon füllt. Und das Ganze wird dann noch ein wenig nach innen gedrückt. Und in der Mitte könnt ihr dann noch einen
Ich habe diese Puschel genommen, die ich noch übrig hatte, und fertig ist so eine kleine Chrysantheme. Jetzt stellt euch vor, ihr nehmt noch die größere Stanze, wenn ihr sie habt, dann habt ihr so eine richtige bullige Chrysantheme. Das war heute meine besondere Grußkarte. Ich hoffe, dass sie euch gefällt. Bitte hinterlasst mir einen Kommentar dazu und ich sende euch wie immer kreative Grüße und bleibt gesund. Marika aus Pulheim.